Hunderte Urlauber aus Deutschland sollen am Ballermann auf Mallorca gefeiert und dabei die Corona-Regeln völlig missachtet haben. Medienberichten zufolge feierten die Touristen ohne Maske im dichten Gedränge. Der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 Metern soll weder auf der Straße noch in den Lokalen eingehalten worden sein. Der Vorfall schockierte die Insel. Erst am Freitag hatte die Regionalregierung in Palma illegalen Partys den Kampf angesagt, da einige Bürger die Corona-Schutzregeln ignoriert hatten. Ein Strafenkatalog mit Bußgeldern von bis zu 600.000 Euro wurde beschlossen. Zudem verständigte man sich auf verstärkte Kontrollen. Obwohl Spanien von der Corona-Pandemie mit am stärksten betroffen war, sind die Zahlen seit Mitte Mai stark gesunken. Um Neuausbrüche zu verhindern, wollen die Balearen eine sehr strenge Maskenpflicht einführen. Ab Montag sollen Menschen selbst dann Mund- und Nasenschutz im Freien tragen müssen, wenn der Sicherheitsabstand gewahrt werden kann.